Hallo zusammen, ich bin Ernesto Kesser von Energieservice Bio, Leiter vom Hausdienst Haustechnik und möchte euch gerne so einen Einblick zeigen im Beruf Betriebsunterhalt EFZ. Kommt doch mit mir mal mit. Fachleute Betriebsunterhalt im Hausdienst, was machen die alles? Die überwachen und warten haustechnische Anlagen. Sie wechseln Fensterdichtungen aus, ersetzen Lampen, Türschlösser und Sicherungen, kontrollieren Heizung, Lüftung und Elektroinstallationen und wenn es muss sein, flicken sie auch Wasser hin. Sie arbeiten auch im Aussenbereich, arbeiten, pflegen Gartensachen, erledigen Maurer-, Maler- und Schreinerarbeiten. Erledigen. Auch PC-Arbeiten gibt es zu machen. Unter anderem Pflege von Dokumentation, Offertenwesen, Bearbeitung der Kundenwünsche, Materialbestellung und noch ganz, ganz viele kleine Sachen, die man regelmässig mit dem PC bearbeiten muss. Ich hoffe, ihr habt einen Einblick in den Beruf Betriebsunterhalt, EFZ. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr euch bei uns mal bewerben, Schnupperwoche absolvieren, damit ihr noch einen tieferen Einblick habt in den Beruf. Merci und bis zum nächsten Mal. Ade zusammen.